Kennst du diesen schmerzhaften Kreislauf? Du hast etwas im Garten ausgesät oder Pflanzen reingesetzt, freust dich wie wild auf die Ernte und von einem Tag auf den anderen, plötzlich, sind sie alle weg. Oder sie schauen aus wie ein Schweizer Käse und du ärgerst dich einfach nur, warum die Pflanzen schon wieder weg sind, so viel Arbeit, die du da reingesteckt hast oder Geld. Setzt dann verärgert wieder neue Pflanzen, schaust nach irgendwelchen Methoden, die die Schnecke davon abhalten sollte, deine Pflanzen zu fressen. Und dann noch mit der Stirnlampe in der Nacht bewaffnet und gucken, ob das wirklich hilft und sammelst eben dabei eimerweise Schnecken weg. Und der ganze Aufwand und letztlich wird die neue Pflanze wieder angefressen, wird beschädigt oder gar ganz zerfressen. Dieses Problem und den ganzen Aufwand dahinter habe ich auch schon selbst alles durchgemacht, bis ich dann an diesem einen Punkt da mal gekommen bin und mal realisiert habe, welche Aufgabe denn die Schnecke eigentlich hat und wie man das dann schrittweise mit der Permakultur lösen kann. Ich fragte mich manchmal, warum denn die Schnecken an einem Beet wirklich mal alles weggefressen haben, das andere Beet haben sie in Ruhe gelassen und wohl bei dem anderen haben sie so gut 80-90% weggefressen, aber komischerweise einige wenige Pflanzen komplett uninteressiert stehen gelassen. Welchen Nutzen haben denn diese Tiere in der Natur, außer dich in die Hölle zu treiben? Oh, hell no! Schleimigen Kompanen sind einfach dazu da, um fauliges und totes Material zu fressen, um hier mit ihren Ausscheidungen Humusboden zu bilden. So, du kannst dir ein bisschen vorstellen, wie die Müllabfuhr, die halt hier die ganzen abgestorbenen Teile auffressen und auch hier den Kreislauf der Natur schließen möchten. Und auch hier so eine Art Polizei oder auch Ordnungsamt selektieren möchten, weil die Natur natürlich damit bestrebt ist, für den Erhalt von Tieren und auch von den Pflanzen und auch hier das schwächste Glied einfach aussortieren möchten. Kräftiger Boden zum Beispiel entsteht, weil meistens dort das Problem ist. Und genau das ist der Punkt. Die meisten regen sich über die gottverdammten Schnecken auf und stellen sich nicht mal die Frage, warum denn genau die Schnecken hier bei mir jetzt meine Gemüsekulturen auffressen. Stell dir einfach die Frage, warum denn deine Pflanzen jetzt schwach sind. Ungünstiger Standort, zu viel Stress ausgesetzt, zu wenig Wasser bekommen, vielleicht auch zu viel Wasser bekommen oder der Boden hat nicht die entsprechende Fruchtbarkeit, die die Pflanze benötigt, um kräftig zu wachsen. Zum Beispiel die ganzen Nährstoffe mit den Mikroben und die Pilze. In meinem Video zur größten Lüge der Landwirtschaft, wo ich das Buch von Herwin Pommeresche zusammenfasse, schreibt er auch unter anderem, dass halt unsere Böden im Garten oder auch in der Landwirtschaft auf dem Acker in einem halb fauligen Zustand gehalten werden. Und fauliges Material lockt ja zum Beispiel die Schnecken an. Um einen guten, fruchtbaren Boden über die Jahre hinweg aufbauen zu können, ist halt Mulch unerlässlich. Sei es mit Grasschnitt, Kombination mit Holzhäcksel, Laub, Mist, einfach um halt hier den Boden mit aufbauen zu können. Aber auch hier kommen ja ab und zu mal Leute zu mir her und sagen, dass man halt hier durch das Mulchmaterial ja den Schnecken gleich einen Schutz vor der Sonne zum Beispiel gibt, weil sie sich ja da unter dem Tag verkriechen können und auch hier direkt an der Pflanze sind und sie halt dann noch schneller auffressen können. Ja, das war bei mir am Anfang genauso, ist halt eine entsprechende Herausforderung. Das Gute ist halt, du weißt halt ganz genau, dass sie halt irgendwo Mulchmaterial drin sind und halt hier auch gleich schnell absammeln kannst. Aber mit der Zeit, wo ich auch hier meine Küchenreste mit eingearbeitet habe und auch auf meine Beete hingelegt habe, haben sich dann die Schnecken mehr auf dieses frische, abgestorbene Material fokussiert, dass sie halt zum Beispiel meine Pflanzen in Ruhe lassen und dass die halt dann Zeit haben, genug Wurzeln zu bilden und auch kräftig zu werden. Was halt auch die Schnecke hier unterstützt, weil sie ja hier das abgestorbene Material neben der Pflanze abfressen und dabei helfen, schön Humusboden aufzubauen. Wenn der Boden dann eine entsprechende Fruchtbarkeit aufgebaut hat, wenn du halt hier viel Pflanzenkohle einarbeitest, Bokashi, organisches Material und das für Jahr, Jahr und Jahr, kommt dann irgendwann der Wendepunkt, dass du halt einen kräftigen und fruchtbaren Boden hast, wo deine Pflanzen auch kräftig bleiben und stark sind und die Schnecken dann weniger Interesse an deinen Pflanzen haben und wenn, das ja dann nicht ganz so viel anknabbern oder deine Pflanze dann schon so eine robuste Stärke hat, dass sie halt dann schneller wächst, als die Schnecke wegfressen könnte.
sehr, sehr interessant zu beobachten ist, dass die Schnecken auch sehr gerne an blühende Pflanzen hingehen. Zum Beispiel, wenn ich hier einen Weißkohl oder Spitzkohl ausblühen lasse, dass sie dann, wenn es dann regnet, zu Scharen auf den Kohl draufgehen, weil der jetzt am Ende eines Zykluses ist und die dann schon mal anfangen, den abzubauen, damit der Tier die neue Generation Platz hat. Besonders im Winter ist es wichtig, dass ein Boden bedeckt ist und auch am besten noch bewachsen, damit die Pflanzen hier mit der restlichen Photosynthese auch die Pilze über den Winter mit versorgen können, damit sie auch hier im Boden bleiben, eine Symbiose mit einer Pflanze eingehen können und diese auch kräftigen. Der Punkt ist am wichtigsten und da scheitert halt schon bei den meisten, und zwar Geduld und Disziplin. So ein Bodenaufbau braucht seine Zeit, musst du die einfach nehmen, dauert mir über mehrere Jahre hinweg, immer wieder diszipliniert sein, da kommen auch Rückschläge, da kann es mal sein, dass du wirklich komplett die Flinte ins Korn werfen möchtest und Gärtnern aufgeben möchtest. Einfach weitermachen, durchstehen und durchbeißen. Hab keine allzu große Erwartungshaltung, weil dann kannst du auch dann sehr schnell enttäuscht werden und dann regst du dich noch umso mehr auf, hast du mehr Stress, ist scheiße für deine Gesundheit und du fokussierst dich auch nicht daran, an die Lösung ranzugehen, sondern greifst dann vielleicht an irgendwelches Gift, damit euer Tier die Schnecken komplett loswirst und bist auch hier in diesem Gift-Teufelskreislauf. Tastes like cigarette butts. Mischkulturen und Ablenkungspflanzen können dir auch nochmal ungemein helfen, damit da die Schnecke mehr auf die Pflanzen rangehen und nicht auf die Hauptkulturpflanzen, die du gerne ernten möchtest. Und du kannst natürlich auch deine Hauptkulturpflanzen immer noch schützen, also parallel Boden aufbauen und auch zum Beispiel einen Schneckenkragen nutzen oder irgendwelche Kräuter auslegen, die sie vom Geruch her nicht mögen, oder auch diese Schneckenbänder auslegen. Kannst auch gerne Enten bei dir im Garten haben oder auch Hühner. Hühner können dich auch im Herbst und im Winter unterstützen. Wenn du sie im Herbst dann in deine Beete lässt, dann können sie hier ein bisschen rumwühlen und die Schneckeneier unter anderem rauspicken. Du kannst auch hier schauen, dass du einen verwilderten Garten hast, also dass hier Totholzhecken anlegst, eine große Wildblumenwiese hast, einfach verwilderte Ecken, wo sich auch hier Nützlinge ansiedeln können, damit halt die Nacktschnecke Konkurrenz hat, damit sie halt hier sich nicht so stark ausbreiten kann. Unter anderem, wenn du einen Steinhaufen einlegst, dass du vielleicht hier Echsen und Schlangen mit ansiedeln kannst. So auch Weinbergschnecken und Tigerschnäkel ansiedelst, die auch hier wieder etwas mehr Konkurrenz der Nacktschnecke bieten. Letztlich geht es einfach nur darum, die Natur zu verstehen und auch dessen ihre Teilnehmer zu beobachten und gucken, welche Maßnahmen ich dahingehend machen kann. Und hier ist auch wieder wichtig, mit der Natur arbeiten. Und ich werde dir garantieren, mit den Jahren wird dein Problem immer weniger. Eine Traube frisch von der Rebe, euer Gespenstigkeit. Und bis dahin kannst du noch diese beiden spannenden Videos hier anschauen. Die lenken dich vielleicht ein bisschen von deiner Wut über die Schnecken auf. Ja. Denn auch eine mentale Entwicklung geht ja nicht von heute auf morgen. Geduld und Disziplin muss man sich auch ein bisschen erarbeiten. Und das richtige Mindset, das kommt auch nicht von heute auf morgen. So ist das Leben. Ja, das glaube ich. Ich sag dir, Rich. Galaktische Magie funktioniert auf jeden Fall. Galaktische Magie funktioniert auf jeden Fall. Du wirst dir selbst auf den Kopf hauen? Ich werde mir selbst auf den Kopf hauen. Du wirst mich mit deiner Verlobten schlafen lassen. Dude, was zum